Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play Skyrim, und zwar das DLC Dragonborn. Und hier im Hintergrund hören wir eines der epischsten Lieder. Dovahkiin, Naloxin, Vosrodin, Vovodai, Vokun, Maferraha, Kasval, Aquinolum, Padral, Unosonsin, Drossal, Dovahkiin, Fahin, Kogahan, Mundral. Oh yeah, Baby, ich kann sie mal noch, yeah! So, wir starten mal hier. Dragonborn seit einigen Stunden verfügbar. Ich denke mal, ich werde das hier spät abends hochladen, damit ich den ersten Part noch am Release-Tag hochladen kann. Ein Quantum Pro hat's schon gemacht. Ich mach's jetzt auch, ein Quantum Pro. I love you. Aber du siehst das eh nicht, aber I love you. I love you. Ein Quantum Pro geht auf seinen Kanal, Mann. Das ist einer der besten Let's Player, der verdient viel mehr als gewisse andere Let's Player hier. So, und hier. Wir sind in Weißlauf und hier. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja, geht ja auch schon los. Ja, Kultisten. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als ein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Woher seid ihr denn? Und jetzt gehen sie wieder. Du dumme Kuh. Ich zeig dir jetzt hier, wer Drake. Wo ist er? Da oben. Oh, kleines Mädchen. Kämpf. Kämpf, kleines Mädchen. Oh, der hat einen Pfeil in der Fresse. Ja. Ihr habt auch gleich meinen Charakter gesehen. Hier mit Daedra-Rüstung. So, was habt ihr? Kultisten da oben. Ah, da gibt ein bisschen Geld. Gewicht 5. Ja. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Finde heraus, wer die Kultisten ausgesandt hat. Ja, jetzt muss ich den töten. Serana, was machst du? Vorsichtig. So. Kultistenbefehle. So. Nochmal eine Kultistenrobe und eine Maske. Hier unten ist auch ein... Na, warum nehme ich denn den Stahlpfeil? Na egal. Wir gehen mal zu den Objekten. Bücher sollte es sein. Kultistenbefehle. Abgeschlossen. Dies Reise nach Solstheim. Ja, das ist primärer Ort des Spiels. Solstheim habe ich im Trailer gehört. Oder was gesagt, habe ich gelesen. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut. Bekannt als Avaik. Das bin ich. Yeah. Bevor Solstheim erreicht. Gebt mir dann Nachricht eures Erfolgs zurück. Dann wird Mirax sich erkenntlich zeigen. Tja. War wohl nix, ne? Lady? Eine Leiche. Ja, eine Leiche. Ich habe hier einige gute Stücke. Die hat nichts zu verkaufen, die dumme Kuh. Drin gibt es noch mehr. Ich gehe noch kurz in die Kriegsjungfer. Und gehe ein paar Sachen kaufen. Willkommen in... Shut up. Shut up. Helme. Ja. Bekleidung kannst du... Nee, ja doch, die Kultistenmasken kann er kaufen. Hier kannst du mal haben. Bitteschön. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu ja, machen. Tschüss. So, Weißlauf, wir gehen jetzt nach Solstheim, oder? Nach Solstheim. Reise nach Solstheim. Das ist... Ah, jetzt muss ich bei Windhelm... Ich glaube, jetzt kommen wir in die Welt von Morrowind, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, es ist so. Ich glaube, es ist so. Alles klar, let's go. Hier, so, nach unten. Ja, vielleicht fragen sich jetzt einige, warum... Oh, jetzt muss ich schwimmen. Einige fragen sich, warum habe ich denn diese Rana und nicht eine Lydia? Ja, Lydia ist tot, glaube ich. Oder vielleicht ist sie irgendwo in einem Gasthaus in Weißlauf. Und, na, hoppala. Kannst du hoch mit dieser Rüstung? Funktioniert das überhaupt? Okay, wir machen auch unten und wieder nach oben. Irgendwo kann ich hier doch... an lang gehen. Hier?
Jawohl. So, zack. Kapitän Jarlund kümmert sich ums Geschäft. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Was ist geschehen? Warum wollt ihr nicht zurück? Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Oh doch, ihr bringt mich nach Solstheim. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ich überrede ihn mal. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. Vielleicht könnt ihr auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Auch ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Alles klar, schön für dich. Dann auf nach Solstheim. Ich glaube, von Morrowind ist Solstheim einfach natürlich grafisch besser. Man kann es sowieso bald also alle Welten von die Elder Scrolls spielen, wenn die Elder Scrolls online kommt. Da habe ich mir schon vorbestellt, obwohl es noch gar keinen Release gibt. Jawohl. Ich glaube, ich muss niesen. Ich glaube es. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Ja, ich hoffe es doch mal. Ich muss hier noch die Untertitel einschalten. Rabenfels entdeckt. Errungenschaft. Fremdling. Uno momento, bitte. Einstellungen, Anzeige. Oder vielleicht ist es bei Gameplay. Untertitel. Hier, sonstige Untertitel, Dialoguntertitel und sonstige. Nehmen wir rein, so. So muss es sein, alles klar. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Was willst du? Ich suche Mirak. Mirak? Ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Ah, das hast du doch, Morrowind. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Na guck, was glotzt du so? Was glotzt du so? So, was kannst du mir über ihn erzählen, diesen Mirak? Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Was glotzt denn der so? Ja gut, Rabenfels ist eine reine Dunmeersiedlung. Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Alles klar. Wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Warum bist du Besuchern gegenüber misstrauisch? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Ja, gibt es Probleme mit der Sicherheit? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Was bedeutet eure Titel? Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Alles klar. Das war alles. Denkt daran, wir behalten euch im Auge. Ja. Ja, Lund. Ich habe mich schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Wir
Schaden von einem Unwetter. Ja, ja, ja. Ich mache mir nichts aus der Hallo? Sache. Ich diene mir selbst, ich bin Drachenblut, leck mich im Arsch. So, wo muss ich überhaupt hin? Untersuche den Schrein, diesen Erdschrein, ne? Der ist da vorne. Da können wir zurück nach Himmelsrand. Nein, will ich nach Himmelsrand. Wir sind hier tatsächlich in Morrowind. Alter, geil. So, alles klar, hier durch müssen wir. Hallo? Die haben coole Häuser hier. Sieht aus wie, keine Ahnung. Der Spuck und den Netsch. Untersuchen wir mal. Gehen wir mal rein hier. Mal schauen, was so auf uns zukommt. Solange ihr unsere Gesetze befolgt, wird euer Aufenthalt hier toleriert. Anderenfalls müsst ihr euch vor der Redoran-Wache verantworten. Shut up! Hallo. Willkommen im spuckenden Netz, mein Herr. Wenn ihr einen Wunsch habt, wird Meister Geldis euch gern behilflich sein. Bist du Geldis? Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Hallo, Ork. Nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Bei mir braucht ihr euch nur eins zu merken. Kennst du Mirak? Wartet. Ich erkenne den Namen, aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Ich weiß nicht. Es fühlt sich seltsam an, auch nur darüber nachzudenken. Ein Tempel vielleicht. Hier auf der Insel. Etwas von einem Tempel. Alles klar, wir müssen nicht mal den Schrein untersuchen. Suche den Tempel von Mirak. Ah, wo bin ich? Ach, du Heiliger. Ah, markieren. Alter, das gibt einiges an Laufzeit. Ich will auch keine Münzen, du kleiner Bastard. Ich will ein bisschen Rüstung loswerden hier. Ist es möglich? Schmiede. Na, hab nichts zum Schmieden. Was haben wir hier? Ein Ahnengrab. Das hier wahrscheinlich auch. Nee, das ist ein anderes. Da dürften wir aber rein. Eine Tomate in eine Urne. Ja, why not? Und hier? Nee, das ist leer. Kohl. Ja, was habt ihr denn in euren Urnen? Den Himmelsrand ist da Gold. Ein Tempel. Wem sagt ihr Tempel? Im Himmelsrand sieht das ganz anders aus. Na egal, gehen wir mal hier hoch. Verbrauchen wir mal unsere Ausdauer so, zack. So, auf geht's nach zum Tempel von Mirak. Zuerst gehen wir mal zu dieser Burg da. Habe ich den Bogen? Ja, ich habe den Bogen, den dädrischen Bogen. Bin gespannt, was es hier so für ein Monster hat. Und da ist auch noch eine Hütte in der Nähe. Alles klar. Soll ich so spielen? Nee, ich kann nur so spielen. So. Da oben ist der Turm. Da hatten wir schon mal so eine kleine Wegmarke. Jetzt benutze ich hier schon Guild Wars. Begriffe. Wegpunkt. Naja. Ist hier jemand? Da ein roter Punkt. Hallo. Putschi, putschi, putschi. Der ist da unten irgendwo. Na egal, entdeck du mal. Ist es hier nix? Warte mal, da müsste jetzt gleich ein Gegner kommen. Ja, da ist was. Oi! Eine Aschenbrut. Alter! Okay, du willst es also... Oh, ein Zombie. Oder sowas. Einhändig auf... Oi! Ein verbrannter Zweigling. Wo bist du? Hier. Ja, die sind zäh, ey! Bitteschön! Jawohl, Alter! Verbranntes Zweiglingsholz, ja. Da ist auch dieser Aschen-irgendwas.
Brutasche. Golderz. Oh. Granatstein, Silbererz. Ja. Ist nicht schlecht für einen Anfang. Wir gehen mal zu dieser Hütte da und wenn wir die Hütte erreicht haben, würde ich sagen, können wir den Part abschließen. So. Maroder Handelsaußenposten. Gut, mit dir reden. Ist es. Ja? Ja. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wahrscheinlich so um 18, 17 Uhr. Und also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein. Von wir sind nicht in Himmelsrand, wir sind in Morrowind. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weil es ist wahrscheinlich da 11, 12, keine Ahnung, wenn ihr das seht. Es wird hier immerhin abends oder nachts hochgeladen. Und ja, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, tschüss.